Das Spiel Graue Augen gibt es ganz genauso. Da werden immer nur die Ungeraden zusammengezählt. Und das nennt sich dann eben Graue Augen. Also man würfelt. Hier zählen alle, es wären 7 Punkte. Der nächste Würfel zum Beispiel. Hier kann man auch alle zusammenzählen. Das wären dann 11 Punkte. So, das wären eben Graue Augen. Diese beiden würden nicht zählen, es wäre ein Punkt.